14. Juni 1923, der Geburtstag der Schriftstellerin und Illustratorin Judith Kerr. Das Kaninchen, das hatte ich. Das hatte ich, seitdem ich ganz klein war. Und ich liebte es, wie Kinder das tun. Bei diesem Nagetier handelt es sich um das berühmte rosa Kaninchen, das Hitler Judith Kerr gestohlen hat, als sie mit ihrer Familie aus Deutschland fliehen muss. Wir konnten nur ein Wolltier mitnehmen. Und ich hatte zu Weihnachten diesen Hund bekommen. Und der war ganz neu. Und da habe ich den Hund mitgenommen und das war ein Riesenfehler, denn er war eigentlich ein bisschen langweilig, dieser Hund. Und das Kaninchen war doch eben, ich habe an dem gehängt. Diese falsche Entscheidung der damals neunjährigen Judith gibt einem der erfolgreichsten Jugendbücher der Nachkriegszeit seinen Titel, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Den Titel hat mein Mann erfunden. Ich hatte ihm von dem Kaninchen erzählt und er sagte also, das muss der Titel sein. Und er hat ganz recht, mein Mann war sehr gut. Und obwohl das rosa Kaninchen ein Bestseller wird und Judith Kerr weltweit als Autorin bekannt macht, empfindet sie sich nie als Schriftstellerin, sondern immer als Zeichnerin, die die Welt mit den Augen wahrnimmt und sehr genau beobachtet. Ich bin Zeichnerin, ich bin nicht Schriftstellerin. Es ist ja gar nicht das Zeichnen, es ist das Sehen. Im Kopf zeichnet man die ganze Zeit. Es ist wahrscheinlich so wie für andere Menschen die Religion. Es ist etwas außerhalb von einem selber, was wichtiger ist als alles andere, nicht? Am 14. Juni 1923, heute vor 100 Jahren, wird Judith Kerr in Berlin geboren. Die ersten 9 Jahre ihres Lebens sind ruhig und behütet. Sie lebt mit ihrem älteren Bruder Michael, ihren Eltern und der fürsorglichen Haushälterin Heimpi in einem großen Haus im Grunewald. Astrid van Nahl, Lehrbeauftragte an der Universität Bonn, die eine Judith Kerr-Biografie mit dem Titel »Die Frau, der Hitler das rosa Kaninchen stahl« geschrieben hat. Sie war die Tochter von Alfred Kerr, dem großen Theaterkritiker, der ihr mit seinem Leben und seinen Werken sicherlich den Zugang zur Literatur und zum Schreiben erschlossen hat. Ihre Mutter war Julia Kerr. Sie war Komponistin und sie hat Judith Kerr sicherlich einen weiteren Zugang vermittelt, nämlich den zur Musik und Kunst. Judith ist durch und durch ein Papakind. Alfred Kerr ist schon 56, als seine Tochter geboren wird. Er hat sie maßlos geliebt und auch ihren Charakter und schon als Kind ihre unverstellte Sicht auf die Dinge erkannt und auch bewundert und gefördert. Das Berliner Leben endet, als die Situation für Juden wie die Kerrs immer bedrohlicher wird. Nach dem Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 bekommt Judiths Vater von einem Polizisten, den er gar nicht kennt, der jedoch seine Bücher sehr schätzt, eine Warnung. Er hat angerufen, hat gesagt, Sie müssen sofort weg, man will Ihnen morgen den Pass wegnehmen. Und das hat mein Vater auch getan. Er war krank, aber er ist aufgestanden, hatte noch hohes Fieber, glaube ich. Und meine Mutter hat ihm doch ganz schnell einen Rucksack gepackt. Alfred Kerr flieht. Seine Frau löst in Windeseile den Berliner Haushalt auf, um mit den Kindern noch vor den Wahlen das Land zu verlassen. Es gelingt. Sie fahren mit dem Zug Richtung Schweiz, wo der Vater wartet. In Deutschland spitzt sich die Lage zu. Die Nazis verbrennen auch Alfred Kerrs Bücher und setzen ein Kopfgeld auf ihn aus. In der Schweiz sind die Kerrs erst einmal sicher. Judiths Vater hatte gehofft, im Schweizer Exil schreiben und veröffentlichen zu können. Doch die neutralen Eidgenossen wollen es sich lieber nicht mit Hitler verscherzen. Den Kerrs geht schon bald das Geld aus und der Vater, der auch die französische Sprache beherrscht, beschließt mit seiner Familie weiter nach Paris zu ziehen. In Paris hatten wir eine Wohnung. Das war ganz klein und mies, aber es war zu Hause, nicht? Paris war großartig. Von 10 bis 12 waren wir da. Und das ist ein leichtes Alter, nicht? Judith und ihr Bruder lernen spielend Französisch, gehen zur Schule, finden Freunde. Für die Eltern ist das Leben hart.
Weil der Vater durch die Wirtschaftskrise immer weniger Aufträge bekommt, geraten sie erneut in finanzielle Not. Doch trotz aller Einschränkungen ist Judith von ihrem Leben in Paris verzaubert. Als mein Vater und ich in Paris waren und mal aus dem Fenster schauten und da sah man die Dächer von Paris, habe ich gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein? Irgendwann können die Eltern Miete und Essen nicht mehr bezahlen. Judiths Mutter möchte nach England, Paris ist ihr zuwider. Als der Vater überraschend 1000 Pfund für ein Drehbuch von einem ungarischen Produzenten bekommt, der in England lebt, ist Hoffnung da, vielleicht ja dort beruflich Fuß fassen zu können. Die Kers packen erneut und erreichen im März 1936 London. Im Rosa Kaninchen, das das Deutschlandradio 2011 als Hörspiel umsetzt, spricht Judith mit ihrem Vater über das Gefühl von Heimatlosigkeit. Glaubst du, dass wir jemals irgendwo richtig hingehören werden? Ich glaube nicht. Nicht so, wie die Menschen irgendwo hingehören, die ihr Leben lang an einem Ort gewohnt haben. Aber wir werden zu vielen Orten ein wenig gehören. Und ich glaube, das kann ebenso gut sein. Richtig geliebt habe ich England wahrscheinlich im Krieg. Wir waren in London, wurden auch ausgebombt und die Menschen waren großartig. Meine Eltern sprachen Englisch mit einem deutschen Akzent und niemand hat ihnen je irgendetwas Böses gesagt. Judith Kerr findet in London ein Zuhause. Die passionierte Zeichnerin bekommt im September 1945 ein Stipendium für die Central School of Arts and Crafts und arbeitet danach als Zeichenlehrerin in einer Schule gegenüber der BBC. Als eine Freundin sie eines Mittags zum Lunch in die Kantine des Senders mitnimmt, begegnet sie dem Autor Tom Neal. Und als wir dann beide nach Hause fuhren, zu unseren verschiedenen Zuhause, haben wir beide den Gedanken gedacht, ich glaube, wir heiraten. Genauso kommt es. Und wie ihr Mann Tom, der erfolgreiche Fernsehserien schreibt, landet auch Judith Kerr bei der BBC und lektoriert eingesandte Manuskripte für Fernsehformate. Aber ihre Leidenschaft ist und bleibt das Zeichnen. Ihr kommt die Idee, ein Bilderbuch zu machen, inspiriert von ihrer damals 2-jährigen Tochter Tacy. Die ist nach zahlreichen Besuchen im Zoo völlig vernarrt in Tiger. Und Judith Kerr denkt sich eine Geschichte aus, die sie ihr allabendlich erzählt. Ich habe ihr verschiedene Geschichten erzählt, aber sie wollte immer nur diese Geschichte. Auf Englisch hat sie gesagt, Talk the Tiger. Sophie öffnete die Wohnungstür und davor stand ein großer, pelziger, gestreifter Tiger. Der Tiger sagte, entschuldigt bitte die Störung, aber ich bin sehr hungrig. Könnte ich vielleicht mit euch Tee trinken? Irgendwann hat Judith Kerr diese Geschichte so oft erzählt, dass sie nichts mehr verbessern kann an ihren Formulierungen. Sie beginnt, die Geschichte vom Tiger aufzuschreiben und zu illustrieren. Heraus kommt ein britischer Kinderbuchklassiker. Ein Tiger kommt zum Tee. Das Bilderbuch erscheint 1968 und wird mit 5 Millionen verkauften Exemplaren ein Riesenerfolg. Ab jetzt kann sie vom Zeichnen leben. Ich wollte immer eine Katze haben und dann, als wir verheiratet waren und als wir dann ein Haus bekamen mit einem Garten, da haben wir sofort eine Katze bekommen und die haben wir Mog genannt. Mog wird eine der berühmtesten Katzen Englands. Sie bringen es zustande, dass man Dinge für sie tut, die einem nie eingefallen wären. Mog liefert seinem Frauchen unzählige Ideen für Zeichnungen und Geschichten. Und Judith Kerr macht daraus die sehr erfolgreiche Bilderbuchreihe über den Kater Mog. Über 30 Jahre lang gibt die Wahl-Londonerin immer wieder neue Bände heraus. In Mog stecken auch all die Katzen, die nach ihm kommen. Denn ein Leben ohne Katzen ist für Judith Kerr nicht vorstellbar. Mit Ende 40 verspürt Kerr den Wunsch, die Erlebnisse ihrer Flucht aufzuschreiben. Ich wollte das für meine Kinder schreiben, wie das damals war. Und auch an meine Eltern zu erinnern, meine Kinder haben sie kaum gekannt. Judith Kerr wagt sich an ihren ersten Roman, beginnt mit der Arbeit an dem Buch, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Am Anfang kommt sie nur schlecht voran, will aufgeben, aber ihr Mann ermutigt sie, weiterzumachen.
Ich hatte es fertig geschrieben. Aber who on earth will want to read it? Millionen wollen es lesen. Das Rosa Kaninchen wird zur Pflichtlektüre an deutschen Schulen und gewinnt 1974 den Deutschen Jugendliteraturpreis mit dem Prädikat herausragend. Astrid van Nahl. Wir haben alle jedenfalls das Buch und das Thema als eine deutliche Bereicherung empfunden. Vielleicht, weil wir auf eine ganz neue Art und Weise mehr erfahren haben, als wir wussten und gelernt hatten. Und eben nicht aus einem Geschichtsbuch. Das Rosa Kaninchen beginnt mit der Flucht 1933 aus Berlin und endet, als die Familie 1936 London erreicht. Besonders ist der Ton des Buches. Obwohl es von Flucht, Heimatlosigkeit und existenziellen Sorgen erzählt, ist die Grundstimmung positiv, weil wir Leser durch die kindlichen Augen Annas, wie Judith Kerr sich im Roman nennt, alles miterleben. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das also in der ersten Person schreiben soll. Dann müsste alles ganz wahr sein, genau. Und da dachte ich, ich schreibe einen Roman, bei dem alles Wichtige wahr ist. Also alles, wie die Menschen waren und wie man sich dabei fühlte. Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl, ist der erste Teil einer Trilogie. Die Nachfolgebände Warten, bis der Frieden kommt und Eine Art Familientreffen sind weniger bekannt. Die Bücher erzählen Annas Leben bis in die 1950er Jahre hinein. Therapeutisch war es ein bisschen, weil ich viel mehr über meine Eltern nachgedacht habe bei dem Schreiben. Nach ihrem Ausflug ins Romanfach widmet sich Judith Kerr künftig nur noch ihren Bilderbüchern und den Illustrationen. Sie gibt vor allem weitere Bände von Carter Mock heraus, von denen bedauerlicherweise bisher nur wenige ins Deutsche übersetzt worden sind. Als 2006 Kersmann Tom stirbt, ist das ein großer Einschnitt für sie. Ein ganzes Jahr lang kann sie nicht arbeiten. Dann beginnt sie, My Henry zu zeichnen, um den Frauen, die sie in dieser schweren Zeit unterstützen, zu danken. Das war für meinen Mann und für die vielen Witwen. Ich bin jetzt Witwe, ich kenne so viele Witwen und die sind alle sehr gut zueinander. My Henry, bisher auch nur auf Englisch erschienen, erzählt von einer Witwe, deren Mann jeden Tag für ein paar Stunden den Himmel verlassen darf, um mit seiner Frau all das zu tun, was sie in der gemeinsamen Zeit auf Erden nicht getan haben. Zum Beispiel auf Dinosauriern reiten. Zu ihrem 90. Geburtstag erfüllt sich Judith Kerr einen großen Wunsch. Sie bringt ihre Autobiografie Geschöpfe, mein Leben und Werk als Bildband heraus. In diesem großformatigen Buch nimmt sie uns Leser mit auf eine Reise durch ihr Leben und durch ihre künstlerische Welt. Abgebildet sind zahlreiche Illustrationen, Skizzen, Auszüge aus ihren Bilderbüchern und private Fotos. Dieses Buch ist den 1,5 Millionen jüdischen Kindern mit all ihren ungemalten Bildern gewidmet, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Am 22. Mai 2019 stirbt Judith Kerr mit 95 Jahren in London. In der Stadt an der Themse hat sie über 80 Jahre ihres Lebens verbracht. Gezeichnet hat Judith Kerr immer im oberen Stockwerk ihres Hauses, umgeben von ihren Katzen. Die Britin mit dem ondulierten Haar war immer dankbar dafür, dass sie ihre große Leidenschaft, das Zeichnen, zum Beruf machen konnte. Einmal als Teenager unterhielt ich mich mit meinem Vater und erzählte ihm, dass ich vielleicht eines Tages Illustratorin werden wollte. Und er sagte, du wirst sehr hart arbeiten müssen, denn darin sind sie sehr gut in diesem Land. Er hat recht, das sind sie wirklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt eine von ihnen bin. Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klasen an Judith Kerr, die heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Gesa Rünker.